In Manila kämpfen die Schwergewichtler. 155 Kilogramm Keks, Deutsche Demokratische Republik. Zeitchef Sowjetunion. Westfall, Bundesrepublik Deutschland. Agnarsson aus Island. Zizki, Deutsche Demokratische Republik. Ustyushin aus der UdSSR kämpft stellvertretend für den noch immer verletzten Weltmeister Berushin. Keks. Zeitchef. Agnarsson scheidet durch Totalversager aus. Zeitchef wird Dritter. Ustyushin sichert sich den Titel im Reißen. Zizki bleibt Zweiter im Reißen. Nach den prachtvollen Leistungen des Mittelschwergewichts fehlt die Spannung bei den Schwergewichtlern. Ustyushin wird Weltmeister mit 380 Kilogramm. Am Vorabend hatte Rigert das Mittelschwergewicht mit 387,5 Kilogramm gewonnen. Thank you.
verlassen wir den Schauplatz der Weltmeisterschaft und begeben wir uns nochmals nach Bangkok zur Fahrt am Menam.